Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play FIFA 15 Ultimate Team mit mir, dem Thomas von PlayerGaddon. Und heute unter dem Motto, neue Liga, neues Glück. Wir sind jetzt in der dritten Liga angekommen und ich würde auch mal sagen, wir werden das erste Spiel in einer Aufnahme bestreiten. Und hoffen wir mal, dass das Glück auf unserer Seite ist. Ja, mit dem Barclay Team, ich weiß nicht so recht. Ich will die erstmal testen, aber ich spiele erstmal mit einem deutschen Team. Ich will auch kein Risiko in der Liga eingehen, also... Mit dem Deutschen bin ich sehr vertraut und kann auch relativ gut spielen. Die Fitness ist bei allen relativ hoch. Ja, bis auf Rodriguez, aber Alaba kann rein. Ich würde dann auch sagen, wir fangen auch direkt an. Wobei, ist Shaqiri fit? Ja, dann tun wir Shaqiri rein. Shaqiri gefällt mir auf dem rechten Flügel ehrlich gesagt besser als Fafan. Fafan ist irgendwie, weiß ich nicht. Aber ich finde irgendwie, Shaqiri führt den Ball besser und das gefällt mir auch. Und sein... Tempo ist auch relativ nice. 88er Tempo. Aber bis wir den irgendwann in Form haben, also da muss man mächtig sparen. Der kostet, glaube ich, 1,6 Mille in Form. Ungefähr, ja. Oh, dein Gegner hat die Partie verlassen. Fängt schon mal gut an. Obwohl die Latenz grün war. Also ich habe keinen Grund gesehen, warum er die Partie verlassen hat. Aber ist ja seine Entscheidung, okay. Suchen wir den nächsten Gegner. Hoffen wir mal, dass die Telekom-Bambus-Leitung heute gut läuft. Eigentlich ist es morgens, ja, Latenz, Orange. Bei orangen Latenzen ist mir zu risky. Es heißt zwar no risk, no fun, aber bei sowas mit so einer längenden Leitung habe ich echt keinen Bock, mit denen zu spielen. Irgendwie in jeder Aufnahme haben wir welche mit einer orangen Latenz. Grüne, ja, geht doch. Jetzt können wir spielen. Ich nehme hier das rote Leverkusen-Trikot. Und hoffen wir mal, okay, schönes Stadion, dass wir dieses Spiel gewinnen. Mal gucken, was der Gegner für ein Team hat in der dritten Liga. 86er Rating, Alter. Reus, Suarez, Bale, Götze, Kroos, keine Ahnung, Alaba, Boateng, keine Ahnung, Casillas. Ja, wie gesagt, spanische Liga kenne ich mich hier aus. Ich kenne da nur die guten, aber... Ja, das sind auch gute, aber ich kenne nur halt die berühmteren. Auch wenn die sind zwar auch berühmt, aber ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das ist das erste Spiel dieser Saison und im Übrigen hole ich mir bald die PS4, also das gesparte Geld reicht langsam und dann werden die Aufnahmen von der qualitativ hochwertiger, von der Qualität her. Da man ja auf der PS4 mit HDMI aufnehmen kann und auf der PS3 braucht man vorher einen HDMI-Splitter und das sieht... Okay. Benatti hat sich den Ball erobert und wir wollen erstmal einen ruhigen Spielaufbau machen. Das ist mir immer sehr wichtig in einem Spiel. Auch wenn man ein Tor geschossen hat, finde ich sehr wichtig, dass man erst ruhig weiterspielt. Ach ja, den musste man zwar nicht ins Ausköpfen, aber ist ja Boatengs Sache. Hoffen wir mal, dass wir jetzt durch den Fehler kein Eigentor, dass wir kein Gegentor kassieren. Okay, geklärt. Aubameyang spielt. Ich finde Aubameyang eigentlich relativ geil. Schönes Tempo und ist relativ beweglich, aber in solchen Situationen sieht er nie gut aus. Da sind zwei Kämpfen. Er meint, er könnte mich hier austribbeln, aber... Ah, da hat er einen Strich durch die Rechnung gemacht. Beziehungsweise ich. Aubameyang ist leider nicht an den Ball gekommen. Und jetzt müssen wir schauen. Ah, die Gerätsche hat leider nichts gebracht. Oh, 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 oh. Fuck, nein! Oh, okay, schön gerettet. Alter, das war knapp. Boateng war das, oder? Ja, Boateng ist ein richtiges Tier in der Verteidigung. Und dritte Liga. Fängt schon mal... nicht schlecht an. Man muss sich aber auch immer denken, die sind nicht umsonst in die dritte Liga gekommen. Ja, also mit der Flanke kann er nichts anfangen. Das liegt gar nicht daran, dass er zu klein ist, sondern wie gesagt, der Alter, der stellt hier die Passwege schön zu. Okay. Alter, komm! Also wenn das kein Foul gewesen wäre, dann. Scheiße. Ey, ich hasse solche Freistöße, die kriege ich nie hin. Oh, jetzt meinte er, wäre so ein Ronaldo. Aber Zieler ist ein geiler Torhüter. Also Zieler in Form kann ich jedem empfehlen. Der kostet, glaube ich, nur noch 60.000. Ich habe ihn ein bisschen überteuert gekauft, leider. Beziehungsweise der Preis von ihm ist wieder gesunken. Ich habe ihn, glaube ich, für 110.000 gekauft und inzwischen kostet er nur noch 60. Wir können ja mal
in der nächsten Folge gucken, wenn es mir einfällt, wie viel er momentan wert ist. Komm, schön Ball erobert. Jetzt werden wir es wie im Handball machen und uns irgendwo eine Lücke suchen. Scheiße, der Pass ist nicht angekommen. Aber bei FIFA ist es immer so ein Problem. Kommentieren und spielen. Also eigentlich bei FIFA kann man kaum sprechen, da man sich immer konzentrieren muss. Aber der Let's Player muss es ja können. Der Let's Player muss es können. Jetzt ein Dreieckspass. Komm. Schade. Aubameyang hat ihn noch abgefälscht, sodass wir den Ball noch bekommen haben. Sehr nice. Aber, okay. Mal ein Fernschuss. Nichts gebracht. Ich glaube, ich hätte R1 Kreis drücken müssen. Und da werde ich ja mit, warte, was war das für ein Schuss? Kunstschuss war das, glaube ich. Nee, Kunstschuss war, glaube ich, L2 Kreis. Weiß ich nicht mehr. Ich benutze die Schüsse so selten. Er hat auch einen Reus. Der hat ein halbes deutsches Team und ein spanisches. Das war kein Abseits, das war kein Abseits. Los! Ja! Kagawa Uchiha! 84er Rating in Form. Geil! Dritte Liga, erstes Tor. Mal gucken, ob wir diese Leistung halten können. Oh, mein Akku ist bald leer. Ich glaube, ich mache einen ganz kurzen Cut, während ich den Ball hole, beziehungsweise wenn ich den Ball besitze. Und hoffen wir mal, dass unser Controller nicht abkackt während der Aufnahme. Das macht er extra. Da weiß ganz genau, dass mein Controller gerade leer geht. Okay. Jetzt dürfen wir uns kein Tor kassieren direkt nach einem Tor. So. Kleiner Cut. So, und das Spiel geht wieder weiter. Okay, den Ball konnten wir schön klären. Boah, das war ein schönes Tor. Ja, das war mehr Glück als Verstand, aber Tor ist Tor, würde ich mal sagen. Also da hatten wir auch Glück, dass der Ball vom Pfosten ins Tor gesprungen ist. Okay, Fehlpass. Kagawa macht eine schöne Figur in dem Spiel, aber es sind erst 26 Minuten vergangen, also sollte ich nicht zu schön von ihm reden. Alaba hat ein 86 Tempo, glaube ich, war das. Schade. War ein schöner Versuch, aber leider ist De Bruyne nicht ganz dran gekommen. Okay. Kagawa hat sich den Ball wieder erobert und jetzt ein Dreieckspass. Leider nicht angekommen. Da war Casillas schon vorher am Ball. Im Übrigen muss ich mal schauen. Ich muss gleich noch Five Nights at Freddy's aufnehmen und es ist gerade 10 Uhr am Samstagmorgen. Und dann das Rennen dauert auch noch eine Zeit. Also mal gucken, ob die Folge pünktlich rauskommt. Es kommt auf Telekom an, wie die heute drauf sind. So. Nein! Ach, scheiße. Okay, De Bruyne hat den Ball noch. Und Fernschuss. Ja, Fernschuss war das eigentlich nicht, aber der Ball war zu unplatziert. Sagen wir es so. Und jetzt ein Eckball. Per Eckbälle, da habe ich schon sehr viele Tore gemacht. Und mal gucken, ob wir es wieder hinbekommen. Ah, schade. Ich glaube, ich hätte früher abziehen sollen. Da hätte ich eventuell noch eine Ecke rausholen sollen können. So, jetzt ist der kleine Konter hier. Aber das war ungefährlich, der Konter. Wirklich ungefährlich. So, jetzt müssen wir gucken, wo sich Spieler freistellen. Clay, jetzt ist wieder ein Sweat-Time. Schön von Schüle gemacht. Boah, nein, schade, Mann. Ey, da haben wir auch noch den Torhüter genommen, aber leider standen da zwei Verteidiger auf der Linie, beziehungsweise vor der Linie. Und jetzt müssen wir gucken. Bam, Junge! 2-1! 2-0, ja, 2-1. Ich bin schon weiß ich nicht wo. Oder ich habe in die Zukunft geschaut und es wird gleich 2-1 stehen. Hoffen wir mal nicht. Also 2-0, sehr gute Ausgangsposition, wenn wir das halten. Also so ein Sieg in der dritten Liga wäre schon echt nice. Und wieder Ruhe reinbringen nach dem Tor. Und beim 3-0 wird es wahrscheinlich einen Rage Quit geben. Wenn wir ein 3-0 hinbekommen. Alter, Shaqiri, schöne Arbeit und... Nein! Ah, fuck.
Der war viel zu umplatziert. Aber das war eine schöne Chance von Shaqiri, wie er sich da durchgelaufen hat. Ja, wäre der Ball ein bisschen weiter nach links gekommen, dann wäre er drin gewesen. War mit Außenriss geschossen, aber egal. Hätte man besser machen können, aber trotzdem. Ich feiere Aubameyang immer noch wegen seinem Pace. Und dass er so beweglich ist. Klasse Zuspiel. Guck mal hin. Ah, schade, der hätte ich wieder R1 Kreis machen müssen. Okay, Balleroberung. Aber leider haben wir den Ball wieder verloren. Mario Götze. Okay, Pässe Modric für 50% und De Bruyne 90. Das sagt schon einiges aus. Ja, da hat er den Gegner auf dem falschen Fuß erwischt. Ach, Junge, komm. Komm, 2-0 vor der Halbzeit müssen wir halten. Sauber. Benatia ist günstig und... Ah, gut. Gut und günstig, 2-0 zur Halbzeit, jetzt ist wieder ein bisschen Ruhe reingekommen, da der Schiri hier abgepfiffen hat. Und jetzt müssen wir gucken, was wir aus der zweiten Halbzeit machen. Einem 3-0 wird es wahrscheinlich einen Rage-Quit geben, also die meisten quitten bei 3-0. Aber ich quitte nicht, da ja die ABBR sinkt und dadurch bekommt man im nächsten Spiel weniger Münzen. Och, mein Akkustand ist niedrig, das wird dann wieder ein Cut heißen. So, wieder da, ja, mein Notebook. Akku stand mal nur noch bei 14% und wenn der abkackt, ist die ganze Aufnahme weg. Okay, wir gucken uns ganz kurz die Statistik an. Schüsse 9, Schüsse aufs Tor 6, Zweikämpfe habe ich mehr. Ich habe mehr Ecken, meine Schussgenauigkeit ist höher, meine Passgenauigkeit ist 2% niedriger. Also alles in einem kann man sagen, die Führung ist verdient. Ja, komm, richtiges Foul war das auch nicht. Finde ich zumindest. Ziel annotiert. Alter, Zieler macht heute wieder eine richtig geile Figur. Ich dachte, er wäre jetzt drin, aber nein. Das gucken wir uns nochmal an. Alter, nice gehalten, nice gehalten. Jetzt müssen wir auf die Ecke aufpassen. Okay, geklärt. Vom Boateng war das, glaube ich. Los, Gündogan, zeig, was du kannst. Schade, ich wollte zu Schüle hinüberpassen, aber hat leider nicht geklappt. Schön geklärt. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Ruhe reingebracht, sodass die Situation sich nicht zu einem Konter entwickeln konnte. Götze. Ah, schön geklärt und... Ah, fuck. Okay, jetzt haben wir den Ball wieder. Dreieckspass. Ja, hat geklappt und... Schade, ich habe viel zu wenig aus dieser Situation gemacht. Ich glaube, ich hätte direkt abziehen sollen, damit ich wenigstens eine Ecke rausgeholt hätte. Boah, Suarez geht aber ab. Also vom Pace her? Ich dachte, er hätte immer ein niedriges Pace, aber anscheinend ist das ja okay. Aber Boateng, an dem kommt keiner vorbei. Na, schade, immer wenn ich draufziehen will, ist jemand dazwischen. Aber Kagawa hat sich den Ball wieder geklärt und... Ah, schade, ein bisschen zu hoch. Okay, wir haben 11 Schüsse und der Gegner hat nur 6. Aber die Schussstatistik sagt nichts über das Spiel aus. Man kann ja auch viel draufschießen, aber ohne Erfolg. Ach, schade, ich wollte einen Dreieckspass machen, aber die Physis von Aubameyang scheint nicht gerade hoch zu sein. Ah, schade. Wenn wir dieses 2-0 halten können, das wäre so geil für das erste Spiel in der dritten Liga. Aber jetzt kommt der Konter. Ja, geklärt. Alter, das war richtig wichtig. Richtig wichtig, oh ja. Alter, da habe ich nochmal Glück gehabt. Okay, jetzt ist wieder so eine Chance. Jetzt müssen wir auf Suarez im Strafraum aufpassen. Okay, Pisscheck hat zur Ecke geklärt. Ist mir sogar eigentlich lieb. Nächste Ecke oder Abschluss? Nächste Ecke. Fuck, 2-1. Ja, per Eng bekomme ich meistens einen rein, aber wir müssen jetzt aufpassen. 2-1, das ist schon kritisch. Am besten wäre, wenn wir noch ein 3-1 hinterher setzen. Also den Sieg will ich in dieser Folge nicht hergeben. Dritte Liga, erstes Spiel, Sieg, das wäre doch richtig nice. Fuck, schon Fehlpass. Und jetzt
Und jetzt ist er motiviert zum 2-2. Und jetzt müssen wir aufpassen. Das sind immer, wenn man ein Tor kassiert und der Gegner ein Tor macht, dann ist er immer sehr motiviert zum nächsten Tor. Das kennen wir doch, das kennen wir doch. Ah, fuck. Shaqiri konnte sich den Ball... Er hat sich den Ball nicht gut verarbeitet. Nee, er hat den Ball nicht gut verarbeitet. So, so war's. Und Alaba hat geklärt. Schuss. Nein, Pfosten. Los. Nein, De Bruyne. Mann, De Bruyne. Nein. Oh Mann, schade. Ah, fuck. Aber Kagawa hat sich die mal wieder erarbeitet. Sehr präsent heute in der Folge und er läuft. Ah, schade, das hat er nicht gut gemacht, aber ich bin mir sicher, dass es nicht die letzte Chance in diesem Spiel war. Ah, schade, Foul. Ich bin mal auf den Schiri gespannt. Toni Kroos. Und Gündogan hat sich den Ball erarbeitet. Jetzt können wir eine kleine Konterchance rausmachen. Schwülle hat den Ball sauber. Aubameyang, du Tier, du bist so ein Tier. Ich liebe dich. Boah, 3-1, das war ein wichtiges Tor, wirklich. Das zweite Kopfballtor von Aubameyang. Hammer nice. Und Kagawa hat sich den Ball wieder erarbeitet. Und jetzt können wir wieder beruhigter spielen. Schon mit der nächsten Chance. Ah, wir hätten früher draufschießen müssen. Das 4-1 in das Spiel wäre gelaufen. Piszczek schön erarbeitet mit der Grätsche. Ah, wieder ein bisschen zu weit. Die Dreieckspässe sind meistens sehr ungenau. Meistens kommen sie zu lang oder zu kurz. Ah, fuck. Oh, Ziele hat es schön geklärt. Und Kagawa hat das Kopfballduell gewonnen. Jetzt können wir wieder eine Chance einleiten. Nein, doch. Ball ist noch bei uns. Einfach mal drauf schießen. Ah, schade. Aber dafür haben wir wieder eine... Oh, ein Freistoß. Nice. Freistöße kriege ich nie rein. Ich schieße aber auch einfach nur drauf. Als ehrlich, also diese Freistöße, ich weiß immer noch nicht, wie man die richtig reinbekommen soll. Ich kann mir ja mal Tutorials auf YouTube angucken, wie das geht. Aber das war auch keine richtig geile Situation, muss man schon zugeben. Oh oh, Konterchance. Okay, wurde nichts raus. Alter, ein Glück war das kein Fehlpass. Fehlpässe vom Torhüter sind immer gefährlich und Aubameyang hat daraus nichts gemacht. Egal, er hat zwei Tore geschossen, das macht's wieder wett und jetzt müssen wir aufpassen. Boah, Zieler ist so ein Tier, wirklich. Heute macht er wieder eine sehr geile Figur, auch wenn er einen reinbekommen hat. Das macht nichts und das war ein scheiß Pass von Schürrle. Okay, schön geklärt, Alaba. Modric. Oh oh. Okay, Benatia hat den Ball und jetzt ein Pass. So, jetzt müssen wir gucken. Ah, Mann, wieder nicht aus der Situation geworden. Und Boateng hatte den Ball und jetzt ein Dreieckspass. Wurde nichts draus, leider. Aber 89. Minute, 3-1, wenn wir, das müssen wir eigentlich gewinnen. Boah, wenn wir das Spiel gewinnen, ey, das wäre so hammergeil. Aber zweite Liga. Zweite Liga weiß ich nicht so recht, ob wir da wirklich reinkommen. Nur weil wir jetzt das erste Spiel in der dritten Liga gewonnen haben, heißt es, okay, der Torhüter ist vorne. Fuck, 2-1. Mann. Ja, jetzt muss ich aufpassen. Am besten, ich spiele den Ball hinten durch und dann einfach wegschießen und dann... Oh, Jemine, ey, oh Jemine, oh Jemine, oh Jemine. Ja! Gewonnen! Puh. Ich glaube, alles in allem kann man sagen, der Sieg ist verdient. Wir gucken uns nochmal ganz kurz die Statistik an und dann können wir uns... wirklich angucken. Nee, wirklich angucken. Dann können wir sagen, ob der Sieg wirklich verdient war oder nicht. Aubameyang 9,1 Rating. Das ist schon nicht schlecht.
Jetzt 500 Coins für mein englisches Team. Können wir noch irgendwelche Verbesserungen machen? Eventuell hole ich mir noch Silver fürs linke Mittelfeld. Okay, Schüsse aufs Tor 12, 16 zu 11 Schüsse, Ballbesitz 55 zu 45, Zweikämpfe habe ich 3 mehr, Fouls ist Gleichstand, Ecken hat er eine mehr, Schussgenauigkeit habe ich mehr, Passgenauigkeit habe ich mehr. Alles in allem kann man sagen, ich habe den Sieg verdient. Okay, dann würde ich sagen, das war's dann noch für die heutige Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst euch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein FIFA mehr verpassen wollt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal, ciao.